Wir sind bei der nächsten Kategorie und das ist der Fußballspruch des Jahres. Mein Fußballspruch des Jahres kommt von mir selber. Das Zitat stammt vom 28. Juni um genau 18.24 Uhr. Es fiel in Kasan in Russland und lautet: Wir fahren nach Hause. Das war jetzt damals nicht so wahnsinnig lustig, aber es zeigt natürlich, dass es der Schlusspunkt war unter einer nicht so wirklich reizvoll verlaufenden WM. Und die hat uns viele Kandidaten geliefert, die auch in diesem Jahr wieder in großer Zahl eingegangen sind. Und Sie wissen, dass Sie jetzt hier die Gelegenheit haben werden, aus einer Vorauswahl, die die Jury getroffen hat, den letztlichen Sieger zu küren. Wir haben alle ein Heft, das haben wir vorhin schon getestet. Schauen Sie nochmal nach, haben Sie ein Heft? Jede Stimme zählt. Wir werden in diesem Jahr erstmals Halbfinale und Finale in einem präsentieren. Und zwar übernimmt diese Aufgabe ein Mann, der das vor 10 Jahren schon mal gemacht hat. Und so kommt Gutes zu Gutem zurück. Ich freue mich sehr auf den Autor und Kabarettisten Frank Goßen, langjähriges Mitglied der Akademie. Herzlich willkommen, Frank Goßen. Hallo. So, viel Spaß. Ja, vielen Dank. Katrin hat es gesagt, 10 Jahre ist das her, dass ich das letzte Mal gemacht habe. Freue mich sehr, auch weil sich die Veranstaltung natürlich immer weiterentwickelt hat. Heute in diesem Jahr ist es das erste Mal der Fall, dass vor der Veranstaltung die anwesenden Journalisten in einem Extraraum sich versammeln können, um auf einem von Allgäuer Bäuerinnen handgeknüpften Gebetsteppich vor einem Standbild von Uli Hoeneß niederzuknien. Ich finde das toll, das war überfällig. Und ich denke, da werden wir auch in den nächsten Jahren bei bleiben. Ich habe ja auch die große Ehre und Freude, Mitglied der Jury zum Fußballspruch des Jahres, also für die Vorauswahl zu sein. Wie ich überhaupt finde, dass Fußball ja in seinen Sprüchen gerinnt. Und wer wüsste das besser als jemand, der wie ich aus dem Ruhrgebiet kommt, noch dazu aus Bochum, wo der Fußball ja lange vor 1863, nämlich 1848, erfunden worden ist. Seitdem wieder vergessen, aber das steht auf einem anderen Blatt. Und das Problem ist ja beim Fußball, wir unterscheiden ja da zwischen Insidern und Outsidern. Und da kommt manchmal zu ein bisschen blöden Konfrontationen, weil Outsider manchmal nicht so verstehen, warum wir das alles so auf uns nehmen. Ne? Also Insider sind die, die es richtig ernst nehmen. Outsider sind die, die sagen, der Bessere soll gewinnen. Was natürlich totaler Quatsch ist, also gerade wenn man Anhänger von zum Beispiel dem VfL Bochum oder auch dem Club ist, da ist auch scheißegal, ob wir besser waren, Hauptsache wir haben hinterher gewonnen. Und die Selbstverständlichkeit, mit der wir ins Stadion rennen, hat mein guter Freund von mir wunderbar auf den Punkt gebracht. Da saßen wir mal wieder zu einem Zeitpunkt im Stadion, wo in Dortmund und Gelsenkirchen gerade das erste Bier gefrühstückt wird, sonntags 13.30 Uhr. Einige erinnern sich noch an die kranken Anstoßzeiten in der zweiten Liga, gibt es ja in der ersten zum Teil auch. Und wir saßen da bei uns im Block B und ein Freund von mir, der ist Jurist in der Energiebranche, der muss auch am Wochenende telefonisch erreichbar sein. Und der bekam so 14:45 mitten in der ersten Halbzeit einen Anruf, ging dann dran und brüllte durch Block B: Was ist los? Ich bin im Stadion. Wo soll ich denn sonst sein? Wo ist denn der Papst am Sonntag? In der Kirche oder im Puff? Ja. Das hat es schon ganz schön auf den Punkt gebracht. Und überhaupt werde ich ja im Stadion immer wieder großartig beliefert. Wir müssten hier mal beim Fußballspruch des Jahres eine extra Rubrik für Fansprüche eigentlich machen. Ich kam einmal zum Spiel, da stehen wir noch im Umlauf, beziehungsweise ich war schon da, stehen im Umlauf, trinken noch ein Bierchen. Da kommt ein anderer Kumpel und sagt: Weißt du, was meine Frau gerade zu Hause gesagt hat? Viel Spaß im Stadion und trink nicht so viel. Da habe ich gesagt: Ja, was denn nun? Dieser Spruch hat dann sogar noch eine Fortsetzung erfahren. Und zwar ist es so bei dem, dass manchmal die Frau sogar mit ins Stadion kommt. Wenn sein Bruder die Dauerkarte nicht nutzt, kommt die Frau mit. Und es war aber in der vorletzten Saison, da haben wir gegen Greuther Fürth gespielt. Es war, wie sie in Nürnberg nicht überraschen wird, ein fürchterliches Spiel. Und ich war ganz alleine im Stadion. Ich weiß nicht, meine Kinder haben was gesagt, das ist manchmal beim VfL so wie: Nee, wir lernen lieber für die Schule. Oder die anderen, die sonst bei mir sitzen, die waren krank oder hatten Angst. Das ist auch oft ein Grund, in Bochum nicht ins Stadion zu gehen.
Und deshalb saß ich ganz alleine. Und dann habe ich mich in der zweiten Halbzeit zu diesem Kumpel gesetzt und dessen Frau saß zwei Plätze weiter. Und irgendwann so in der 60. Minute, Spiel war ziemlich schlecht, beugt er sich zu mir rüber und sagt, sag mal, woran merke ich, dass meine Frau mit im Stadion ist? Sag ich, weiß ich nicht. Ich habe in der Halbzeit noch gelb gepinkelt. Gibt Leute, denen muss man den erklären, ne? Das sind ja welche, die nicht so oft ins Stadion gehen. Ne? Ich war ja auch insgesamt 4 Jahre Trainer, Jugendtrainer beim kleinen Verein in Bochum, bei der DJK Arminia Bochum 1926, bei der Mannschaft von meinem älteren Sohn. Und da bin ich auch mit Sprüchen beliefert worden. Zum Beispiel hatte ich in der E-Jugend einen Spieler, der hieß Yusuf. Und Yusuf stand gut im Strumpf, wenn Sie verstehen, was ich meine. Der war also sehr da. Und Yusuf hat auch immer so Spruch auf den Lippen. Ne? Zum Beispiel haben wir mal Pokalspiel gehabt gegen SV Phoenix. Da sind wir besonders motiviert gewesen, weil die in Schwarz-Gelb spielen. Und das waren Pokalspiel, also K.O.-Spiel, und wir haben 1-0 hinten gelegen und dann doch noch 2-1 gewonnen. Und danach mutierten meine 11-jährigen Kampfmaschinen wieder zu 11-jährigen Kindern und hängten noch eine Runde Fangen, Verstecken an. Und der Sportkamerad Kerim versteckte sich in einer Mülltonne, also in so einer großen blauen Papiertonne. Und da kam Yusuf zu mir und sagte, guck mal, Frank, der Kerim ist schon zu Hause. Und andermal haben wir Turnier gespielt und ich wollte immer, dass die Kinder beim Turnier zwischen zwei Spielen kein Junkfood futtern. Also nach dem Spiel, ich war nicht so streng, habe ich die Pommes auch bezahlt, aber zwischen zwei Spielen beim Turnier sollten sie kein Junkfood futtern. Und da habe ich mich vor dem Turnier in der Kabine aufgebaut, habe gesagt, Leute, wir haben was zu essen mitgebracht. Wir haben Bananen mitgebracht, wir haben Brötchen mitgebracht. Die Brötchen sind belegt mit Käse und mit Wurst. Natürlich nicht mit Schweinefleisch. Und einer so, Schweinefleisch. Ja, sage ich, es gibt Menschen, die essen bestimmte Dinge aus religiösen Gründen nicht. Ja, sagte Yusuf, ich esse keine Bananen. Fand ich auch schön. Ne? So, und dann habe ich mir mal auch das ein oder andere Spiel der ersten Mannschaft von Arminia angeguckt und da habe ich was erlebt, das hatte ich bei Kinderspielen schon mal erlebt. Bei Kinderspielen habe ich ja schon mal erlebt, dass Kinder sich auswechseln lassen, weil sie zur Toilette müssen. Kann ja mal sein, Mini-KKF-Jugend oder so, haben sie vorher nicht dran gedacht, haben das nicht so im Griff. Bei Erwachsenen ist das eher selten, aber bei diesem Spiel war es der Fall. So in der 70. Minute ließ sich einer aus der ersten Mannschaft von Arminia auswechseln, um zur Toilette zu gehen. Und er musste etwas machen, das man nicht am nächsten Busch erledigen konnte, wenn Sie verstehen, was ich meine. Für alle, die immer noch nicht wissen, der musste kacken. Also nennen wir mal beim Wort. Und ich stand neben Rabe, das ist ein Altvorderer von Arminia, der hat ja früher gekickt. Und da rannte der Typ an uns vorbei ins Vereinsheim zur Toilette. Und Rabe sagte zu mir, da darfst du jetzt keine Kinder hinterher schicken, die hören auf zu wachsen. Und einmal war ich mit, der braucht einen Moment, vor allem er selber ist auch nur so 1,70. Ne, ich glaube, die hatten keine Tür im Klo früher. Auf jeden Fall war ich mal unterwegs mit der Mannschaft von meinem jüngeren Sohn, damals nicht als Trainer, sondern als Vater an einem Auswärtsspiel in Hattingen. Und da stand ich mit der Mutter eines anderen Spielers in Hattingen an der Kaffeebude. Und die Mutter ist selber mit allen Wassern gewaschen, von allen Hunden gehetzt. Die hat selber früher Fußball gespielt, die kommt aus Herne, die ist Justizvollzugsbeamtin. Also der macht man so schnell nichts vor. Und da stehen wir da an der Kaffeebude und sie sagt zu dem Typen in der Kaffeebude, ach, ich habe so einen Hunger, ich glaube, ich hätte gern Snickers. Da sagt er, Snickers habe ich nicht, aber ich habe ein Maß, da kann ich ein paar Nüsse reindrücken. Und spätestens an der Stelle fragt man sich nicht mehr, in welcher Gegend von Deutschland sich diese Geschichte zugetragen hat. Wir haben ja heute ein erfreuliches der wirkt. Ne? Ich mache immer wieder die Erfahrung, das dauert immer so einen Moment. Ne? Vor allem, was ich Ihnen ja vorenthalten habe, ist die Antwort der Mutter. Das habe ich ganz vergessen. Die hat nämlich original gesagt, tut das nicht weh. Gut, wenn man den so nachliefert, aber egal. Nein, also Ruhrgebiet ist heute ziemlich viel dabei. Das finde ich schön aus den genannten Gründen. Und damit, meine Damen und Herren, sind wir jetzt an der Stelle, wo Sie den Job zu machen haben. Sie sollen jetzt entscheiden, welcher der vorausgewählten Fußballsprüche sich Fußballspruch des Jahres 2018 nennen darf. Wir haben dazu zwei Halbfinals vorbereitet für Sie, die jetzt hier oben erscheinen werden. Das erste, da sehen wir Kevin Prince Boateng und Ante Rebic, die berühmte Sache auf dem Frankfurter Römer, wo Kevin Prince Boateng erklärt hat, wie die Tore zustande gekommen sind, denn Rebic hat vor dem Spiel zu ihm gesagt, Bruder,
schlag den Ball lang. Und er hat dann gesagt, Bruder, ich schlag den Ball lang. Dagegen tritt an Nils Petersen, der ja wohl zu den etwas Schlaueren gehört und deshalb spielt er jedenfalls nicht in Gelsenkirchen. Und der hat gesagt, salopp gesprochen, verblöde ich seit 10 Jahren, halte mich aber über Wasser, weil ich ganz gut kicken kann. Auch nicht schlecht. So, und Sie dürfen jetzt abstimmen. Und zwar bitte ich zuerst um ein, nicht Hand, sondern Heftzeichen für Ante Rebic und Kevin Prince Boateng. Ja, okay. Danke, das versuchen wir uns zu merken. Und jetzt für Nils Petersen. Eine knappe Mehrheit hat sich für Nils Petersen entschieden, der damit ins Finale einzieht. Vielen Dank. Damit kommen wir zum zweiten Halbfinale. Hier treten gegeneinander an, das werden wir jetzt gleich sehen, einer der wenigen deutschen Gewinner bei der WM, Thomas Hitzlsperger, gegen Felix Groß. Thomas Hitzlsperger hat die Leistung der Schweden mit dem Wort kommentiert, oder die Taktik kann man sagen. Die Schweden sind wie die Mit-30er in der Disco, hinten reinstellen und warten, ob sich was ergibt. Sie kennen das von den Ü40-Partys, die Sie regelmäßig besuchen. Und das tritt an gegen den Spruch von Felix Groß, dem Bruder von Toni. Sie erinnern sich, dass Toni Groß im Spiel gegen Schweden mit einem blitzsauberen Pass schon das 1:0 der Schweden vorbereitet hatte. Und in der allerletzten Minute hat er dann durch diesen großartigen Freistoß, der gerade schon im physikalischen Zusammenhang erwähnt wurde, dann doch noch das Siegtor geschossen. Das verführte seinen Bruder zu dem Tweet, stark, ein Tor gemacht, eins vorbereitet. Felix Groß hat heute noch in einem Interview mehr oder weniger aufdringlich darauf hingewiesen, dass er noch nie einen Pokal gewonnen hat. Aber lassen Sie sich davon nicht beeinflussen. Ich bitte jetzt um Ihre Handheftzeichen für Thomas Hitzlsperger. Okay, Dankeschön. Und Gegenprobe für Felix Groß. Ebenso knapp ist Thomas Hitzlsperger ins Finale eingezogen. Und das werden wir jetzt ein bisschen da oben arrangieren. Das macht die Technik rasend schnell. Heute Nachmittag bei der Probe ging das ratzfatz. Übrigens eine Sache. Ach gut, jetzt erzähle ich Ihnen nicht die Geschichte von der fränkischen Großmutter meiner Frau. Ja, meine Frau kommt ja aus Erlangen und ihre Oma, als sie mich das erste Mal gesehen hat, da hatte ich noch 25 Kilo mehr, ne, als die mich gesehen, normalerweise haben die immer gesagt, ach du Scheiße, was willst du mit dem? Aber die ist eine alte fränkische Bäuerin, ne, in der Nähe von, wie gesagt, Igelsdorf, da die Ecke. Ne, und was hat die gesagt? Aschenamo. Weil ich aussah, als könnte ich den Pflug zur Not alleine ziehen. Ne? Damen und Herren, Nils Petersen, salopp gesprochen, verblöde ich seit 10 Jahren, halte mich aber über Wasser, weil ich ganz gut kicken kann, gegen Thomas Hitzlsperger. Die Schweden sind wie die Mit-30er in der Disco, hinten reinstellen und warten, ob sich was ergibt. Ich bitte als erstes um Ihr Votum für Nils Petersen. Oh, das könnte knapp werden. Und die Gegenprobe für Thomas Hitzlsperger. Okay. Haben wir ein eindeutiges Ergebnis? Ich glaube schon, oder? Nochmal für Thomas Hitzlsperger. Ich will den Mann ja nichts verkehrt machen. Das scheint mir die Mehrheit zu sein. Gehen wir damit konform? Habe ich jetzt was verkehrt gemacht? Ich wollte dir nur recht geben. Also ich glaube, wenn wir nochmal bei Petersen gucken. Einmal Petersen bitte. Ach so, ja, Petersen. Und nochmal Hitzlsperger. Hitzlsperger. Die Sache ist ja klar. Okay, damit hat Thomas Hitzlsperger den Titel gewonnen. Fußballspruch des Jahres 2018. Vielen Dank an Sie, meine Damen und Herren. Und damit ist mein Job hier getan. Ich habe großen Spaß gehabt. Ich hoffe, ich darf das in 10 Jahren wieder machen. Vielen Dank, bis die Tage. Vielen Dank, Frank Goosen.
So, wie geht es jetzt weiter? Die Akademie wird natürlich dafür sorgen, dass der Preis beim Preisträger auch ankommt. So wie übrigens im vergangenen Jahr. Sie erinnern sich vielleicht, damals gewann der Spruch, wir danken der Mannschaft, dass sie uns auch in diesem Jahr wieder so zahlreich hinterhergereist ist. Der Spruch stammte von den Schalke-Fans und die haben die 5000 Euro überreicht bekommen und wir waren dabei. Übergeben wurde die Auszeichnung von Christoph Zitzmann, dem Leiter für Öffentlichkeitsarbeit der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Mit im Gepäck der Max in Erinnerung an Weltmeister Max Morlock und eine Prämie von 5000 Euro, die Volkswagen als Unterstützer der Akademie zur Verfügung stellt. Wir sind froh, dass wir die Summe, die dabei jetzt als Spende quasi rumkommt, in ein soziales Projekt fließen kann, in ein Großprojekt, was wir momentan am Laufen haben, und zwar, dass wir den Fußballplatz vom Kinderheim St. Josef im Herzen von unserer Stadt halt renovieren wollen, dann einen neuen Kunstrasenplatz hinbauen wollen, den Kindern halt da die Zustände zu verbessern, und somit ist das auf jeden Fall ein ganz positiver Nebenaspekt, den wir dann dafür auf jeden Fall gerne mitnehmen. Auch wenn der Spruch einen kritischen Hintergrund hatte, auf Schalke überwiegt derzeit wieder die Freude aufgrund der guten Ausgangslage für den Rest der Rückrunde. So, das war Dennis von den Ultras Gelsenkirchen und freundlicherweise hat sich Volkswagen bereit erklärt, wieder einen Preis zu stiften. Mit 5000 Euro ist dieser Spruchpreis dotiert. Und damit wir den Preis überreichen können, müssen wir ihn erstmal haben. Und dafür kommt Pierre Littbarski. Herzlich willkommen. Na, Herr Littbarski, der ist aber schön. Herzlich willkommen. Wie gefällt Ihnen der Spruch? Ja, der Spruch ist top, besonders, weil ich ihn selber noch als Co-Trainer trainiert habe, den Jungen. Also ich habe ihn vorbereitet wahrscheinlich. Ich glaube einfach, dass hier mit auch ein bisschen mal was getroffen wird, was den Fußball eigentlich insgesamt ausmachen sollte, eben Unterhaltung und Spaß. Und ich glaube, in den letzten Jahren ist ein bisschen wenig davon rübergekommen, und deshalb ist so ein Spruch einmalig und ich kann mich da vollkommen mit identifizieren. Also Thomas Hitzlsperger, Sie kennen sich, war der immer schon so lustig? Ich habe den eigentlich als unglaublich seriösen Mann kennengelernt. Ja, der war nebenbei sehr lustig. Felix Magath war auch nebenbei lustig. Aber nebenbei. Aber halt, ja, sehr, sehr nebenbei. Ja, und also da schlummern Talente und er hat es ja bewiesen, der hat also noch andere Seiten als Fußballspielen. Ja, und Sie sagen, Humor ist in den letzten Jahren ein bisschen zu kurz gekommen, also ist das auch ein Aufruf an die Profis, sich vielleicht mal wieder ein bisschen mehr zu trauen? Man hat den Eindruck, dass eigentlich keiner mehr so richtig gerne was sagen will. Ja, niemand möchte dann mit den Problemen hinterher leben, also da beißt man sich lieber auf die Lippe und sagt nichts, aber ich glaube einfach, dass das auch ein bisschen was ausmacht, und die Interviews so vor 20 Jahren, die waren doch recht lustig, wenn noch ein bisschen unbeherrscht was rüberkam, und das kommt heute mehr von anderen Seiten, also auch von Kommentatoren und Leuten, die halt so nicht direkt auf dem Platz stehen, und das finde ich ein bisschen schade, es sollte eigentlich auch ein bisschen mehr von den Spielern kommen. Gut, Pierre Littbarski, Sie haben den Preis mitbekommen, den wir dann, ich nehme ihn mal in zu treuen Händen, und wir werden dafür sorgen, dass Thomas Hitzlsperger diesen Preis so bald wie möglich bekommt. Auch natürlich die 5000 Euro von Volkswagen, die damit verbunden sind, für einen guten Zweck. Und ich darf gleich noch die frohe Kunde verkünden, dass Volkswagen auch in den nächsten Jahren an unserer Seite sein wird und es so weitergehen wird dann. Herzlichen Dank, Pierre Littbarski, vielen Dank. Applaus